Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SpongeBob Cosmic Shake. Wir haben es jetzt mal aufgehört und müssen noch eine Sardelle fangen. Und ich habe keine Ahnung, wo die steckt, aber wir werden es jetzt herausfinden, denke ich mal. Ist irgendwo ein Haken? Warum wirkt das so, als wenn das ein ziemlich großer Abstand wäre? Egal, wir werden nicht rüberfliegen können. Nein, was laber ich? Ich wollte jetzt sagen, wir können bestimmt rüberfliegen, aber nein, können wir nicht. Wie kommen wir denn da sonst rüber? Muss wahrscheinlich andersrum gehen, ne? Naja, egal. Vielleicht steckt er dort auch gar nicht. Wer weiß. So. Wir schwingen da einfach mal rüber. Wir haben uns das Areal ja schon ein bisschen angeguckt. Aber, okay, da ist irgendwas markiert. Also, denke ich mal, wird es da sein. Das Spiel hilft mir einfach schon. So. Ja, da ist der Letzte. Da ist doch der Letzte. Und dann kann ich mich offiziell wie ein Held fühlen, denn ich habe die ganze 12 Leute befreit. Das ist doch super. So, junger Mann. Oh, jetzt kommen wir darüber. Okay, das ergibt Sinn. Gut, naja. Oh, der hat sich aufgepufft. Tja. Und so haben wir einen treuen Soldaten verloren. Gehen wir jetzt hier zurück? Ja, ne? So. Komm schon. Reicht das? Okay, gut. Ja. Bin mal gespannt, wo es uns jetzt hinführen wird. Oh, das war knapp. Ich wusste nicht, dass wir das überhaupt noch schaffen von da. So. Dann einmal hier rüber. Und dann bin ich mal gespannt, was uns auf der anderen Seite erwartet. Hoffentlich der Schatz jetzt langsam mal, ne? Das ist jetzt mein Hauptziel, auf einem Surfbrett einfach nur zu surfen. Das ist ja an sich nicht gerade schwer, aber ich verkacke den Sprung darauf. Okay, never mind. Ich nehme alles zurück. Es ist doch anscheinend schwer. Ich bin nicht fähig genug, auf dieses blöde Surfbrett zu springen. Jetzt. So. Yo, da ist auch das Schiff, ne? Also noch ein anderes. Was ist jetzt passiert? Warum bin ich... Okay. Ich konnte mich nicht erinnern, nach unten gestampft zu haben. Aber gut. So. Okay. Oh mein Gott, das ist eine Burg. What the hell? Okay. Einfach eine Riesensandburg. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, was uns da drin erwarten wird. Hoffentlich der Schatz. Aber wir müssen weitere Socken finden, so wie es aussieht. Und da oben sollte sich auch direkt eine befinden. So. Oh, doch nicht? Warte, ist die Socke da? Okay. Yo. Ach so. Hallo? Ja, ich drücke X. Ach, jetzt. Wir hießen das Segel. Oder wie heißt das? Hissen das Segel? Oh, ich weiß es nicht. So. Okay, da sind wieder von den neuen Gegnern welche. Also muss ich jetzt erstmal gucken, wie man die nochmal bekämpft hat. Oder wir kriegen eine Cutscene, eine kurze. Auch okay. So. Wir müssen ja nicht gegen die kämpfen an sich. Aua. Und trotzdem kriege ich vorher eine gesetzt. So. Einmal hier rüber. Wie kurz diese Surfbretter auch nur halten, ne? Das ist echt insane. So, und hier müssen wir erst den Typen fertig machen, schätze ich mal. Dass wir die nicht davor mehr schon schlagen können. Der Typ, der stand da gerade so offen. Aber der muss natürlich erst K.O. werden. Das ist wie mit diesen anderen anderen Leuten, die man auch erst einmal K.O. schlagen muss mit einem Karate-Kick. Finde ich nicht so cool. By the way, die Musik ist ein Banger. Die passt zwar absolut gerade nicht in dieses Kampfszenario, aber das ist trotzdem super. Oh, zweiter Schlag, vollkommen vergessen, dass er den ja auch macht. Na komm. Schwing. So. Mal gucken, wie wir den Schleim jetzt davon... Ach nee, der ist ja automatisch. Okay, dann war meine Expertise doch richtig. So. Und hier ist wieder eine Socke. Ach so, man muss schnell hintereinander drücken. Ich habe gedacht, man kann vielleicht auch gedrückt halten, aber nee. So. Damit haben wir die Socke auf jeden Fall dann auch nach oben angehängt. Ich weiß, was auch immer uns das bringen soll übrigens, aber okay. I guess, das ist wohl möglich. So. Oh. Die Teile gehen kaputt, ja. So, und dann hier rüber. Hallo, ey! Wie kurz hat das Teil gehalten? So.
Was ist da gerade explodiert? Okay. Einfach. Ey, ich kann diese Jump-and-Run-Passagen nicht in diesem Spiel. Es macht mich total irre. Ich weiß auch nicht warum. In dem anderen Spiel ging das ein bisschen besser. Ey, ich bin noch nicht mit der Steuerung ganz so kompatibel. So. Warum auch immer wir nicht die Socken einfach von den Schiffen genommen haben. Aber gut. Warte mal, wie hat man die Gegner jetzt nochmal bekämpft? Gute Frage, ne? So. Erst einmal müssen wir die hier fertig machen. Die sind nämlich nervig. Obwohl, den fetten Klops da hinten müssen wir erst fertig machen, weil der ist letztendlich, der verursacht das Ganze, so gesehen. So. Also machen wir den erstmal fertig. Okay. Cool. Ja, cool. Machen wir das also nochmal. Ich muss mehr auf meine Unterhosen achten. Ich guck da nie rauf, okay? Ich guck da nie rauf. So, pass auf, wir machen das jetzt ganz, ganz praktisch. Gehen erstmal hier oben hoch. Hier wäre auch eine Unterhose gewesen. Und wir jumpen jetzt einfach auf ihn rauf. Junge. Ich wünschte, das würde irgendwie mehr Damage machen, aber gut. So. Dann den. Ah, die Fetten dauern immer so lange. Die sind jetzt nicht wirklich krass schwer oder so, aber die dauern immer so lange, weil man immer... Der muss jetzt wieder angreifen und dann kann man ihn erst wieder schlagen und ja. So. Einmal noch, komm. Ja, dann machen wir den anderen auch gleich fertig. Kein Ding. So. Okay. Mal sehen, können wir den in die Blase trappen? Let's go, es geht. So. Die gehen sogar, die sind gar nicht mal so schwer. Bruder, wo ich sagen muss, wahrscheinlich werden die in der Menge ziemlich nervig. So. Oh, da ist irgendwer hinter. Was chillt denn der da so? Alles gut bei dir? Hm. Der Boy ist am Chillen. Ich respektiere das. Okay, also wie kommen wir da jetzt hoch am besten? Also wir wissen ja schon mal, dass hier ungefähr der Anfang ist. Oh, achso, hier ist einfach nur noch jemand. Okay, der hat sich hier einfach versteckt. Cool. Können wir jetzt mit ihm reden oder hat er uns generell nichts zu sagen? Okay, er hat uns nur Autsch zu sagen. Auch okay. Das lässt sich einrichten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss aber mal gucken, auf welcher Taste das war. Der, okay. So, ich verwechsel das nämlich manchmal. Dann hier rüber. Wir gehen gleich noch auf das Schiff. Aber obwohl, sollten wir erst auf das Schiff gehen? Wir sollten erst auf das Schiff gehen. Ich denke, das ist eine deutlich bessere Idee. So. Oh, knapp. Und dann hier rüber. Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen, außer halt ein paar Punkte zu holen. Also ist ganz gut, dass wir hier erst hingegangen sind. Oder gibt es hier noch was? Nee. Gut. Haben wir das abgehakt. Wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt einfach weitergegangen wären. Dann hätten wir es wahrscheinlich nie mehr gesehen. Obwohl es jetzt auch nicht so spektakulär war, natürlich, ne? So. Oh, wer sind die da hinten? Okay. Ich hoffe, die genießen ihren Tag auf der Sandburg. So, eine Socke. Ne, wir haben zwei Socken ja schon. Stimmt. Also fehlt uns auch noch eine. Das ist gut. Hallo? Hallo? Danke? Hallo? Hä? Junge. Diese zerstörlichen Bretter. Den folgen wir auch nach oben. Und jetzt die letzte. Nice. Yo! Ich wusste es. Aber warum? Warschau! Vor dir steht der berüchtigte Piratenkapitän Zwickarossa. Okay. Ich brauche ein paar Trottel. Ich meine, eine Mannschaft zum Schleppen. Ich meine, Teilen meines Schatzes. Natürlich. Ich meine, halt, nein, diesmal meinte ich wirklich Schatz. Oh, Junge, ein Schatz. Ja. Das ist bestimmt Mr. Krabs' Opa eigentlich. Er scheint mir würdig und anwesend. Also, um meinen Schatz mit euch zu teilen, müsst ihr ihn erst aus einem alten Schiffswrack bergen. Es kam da, haben wir jetzt gesehen. Und stieß mitten in der Lagune auf Felsen. Jemand, der absolut nicht ich war, muss die Karte verkehrt herum gehalten haben.
Oh, das ist schon mal in irgendeiner Folge passiert. Das war mit dem Kompass. Ja, selbst bergen. Oh, aber ich bin viel zu reich, um die Arbeit eines Mannschaftsmitglieds zu verrichten. Ein wahrer Glückstag, Patrick. Mit diesem Schatz können wir beweisen, dass wir echte Piraten sind. Oh ja, das werden wir. Technisch gesehen seid ihr das nicht. Ich habe keine Zeit für die Bürokratie zur Registrierung einer neuen Mannschaft oder ihre Bezahlung. Ja, warum ja, ja. Wenigstens echte Piratennamen? Oh. Ja, warum nicht? Dann sind wir bereit. Digga. Junge, er bitte noch länger rollen. Ja, 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 cool. Wir holen jetzt den Schatz. Lerne gleiten. Ja, das können wir doch. Ach so, wir können durch solche Luftringe hindurch gleiten und dann haben wir die Energie wieder, um weiter durchzugleiten. Okay, das ist cool. Ja, das gefällt mir. Das ist ganz nice. So. Okay. Da poppt jetzt das Schiff auf. Und fahren die einfach weiter oder bleiben die stehen? Okay, die bleiben stehen. Ja, dann gehen wir mal rüber. Und werfen den Typen runter. Schade, dass es nicht geht. Das wäre echt funny. So. Dann auf das kleine Bötchen. Oder wie wahrscheinlich Mr. Krabs sagen würde, auf die Nussschale. Und... Nee, vor allem eben das, was ich meinte mit der Karte, mit dem Kompass. War das nicht irgendwie Patrick, der meinte... Oh, was hat der nochmal gesagt? Er hat den Kompass auf jeden Fall falsch gelesen. Das war ziemlich funny. Aber ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Irgendwie sowas wie... Wosten. Ich glaube, Wosten oder so. Patrick, von welchem Kompass liest du ab? Und jetzt leiten wir hier ganz gechillt runter. Ey, das ist cool. Das ist cool. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr krass. Also, sehr, sehr gut, meine ich. So. So, so, so. Wir sollten generell das Gleiten mal ein bisschen öfters nutzen. Oh, hier ist wieder sowas gelockt. Oh, wir müssen noch zu so vielen Orten, glaube ich, zurückkehren, wenn wir hier fertig sind. Weil sobald wir irgendwie die Schlösser knacken können, ich weiß nicht, ob das irgendwann eine Fähigkeit sein wird oder irgendwas in der Art. Aber hier kommen wir nicht zurück, übrigens. Aber ja, ich bin mal gespannt. Obwohl, da war ein Haken. Ups. Ho, 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 wenn der Haken kommt, bin ich anders froh. So. Okay, wir sind jetzt auf der Zwischeninsel. Wir sollten ja zum Schiffswrack, das sehe ich da hinten ja schon. Zumindest so ein Teil davon. Oh, die Welt ist aber generell ziemlich groß, kann das sein? Ist auf jeden Fall ganz cool. So. Einmal rüber. Sieht aus wie eine hübsche Meerjungfrau beim Sonnenbaden. Das ist meine liebste Art des Badens. Okay, Patrick. Boah, die bewegen sich ganz komisch. Gott. So. Und noch mehr. Einfach jump and run. So. Junge. Oh, ein goldener Pfannwender. Das ist nice. Damit kann ich was anfangen. Das ist sehr gut. So, reden wir mal mit ihr. Ich glaube, Patrick hat da so einen geheimen Fetisch. Oh, oh nein, Patrick, what the fuck? Okay. Warum so traurig? Diese Bilder. Weil ich all meine Freude verloren habe und ohne Freude kann ich nicht singen und das ist echt uncool für mehr Jungfrauen wie mich. Ich merke schon. Vielleicht ist sie im Kühlschrank. Immer wenn ich mich freuen will, mache ich den Kühlschrank auf. Das letzte Mal, als ich mich gefreut habe, da habe ich mit meinen Freundinnen getanzt. Aber die sind halt nicht da. Und auch wenn sie da wären, hier ist keine Musik. Lass mich raten, wir sollen sie finden. Aber Musik ist doch überall. Du brauchst nur ein Instrument in der Hand und ein wenig Rhythmus im Herzen. Dieser Bob, der spricht Fakten. Lass uns Musik machen. Und dann könnten wir doch zusammen tanzen gehen. Naja, Patrick. Ja. Aber nur als Freunde. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr mit einem Ballon auszugehen. Und Patrick wurde mies gefriendzoned gerade. Piraten? Und was ist mit Ballonpiraten? Komm, Patrick. Wetten, dass hier Sachen herumschwimmen, die wir als Instrumente verwenden können. Und dann können wir hier Musik auftischen. Ich hoffe, ich finde eine Maultrommel. Oh.
Entschuldigung. Ja, okay, was? Was? Warum sind die jetzt auf einmal nicht mehr da? Okay, weird. Ja, aber wo sollen wir Instrumente herbekommen? Das ist eine gute Frage. Gibt es vielleicht auf diesen Inseln hier hinten nochmal irgendwie was? Was wir als Instrument theoretisch nutzen könnten? Wahrscheinlich nicht, oder? Wohl? Können wir den Krempel hier zerstören? Hey, hier ist doch eine Trompete. Nee, eine Tuba oder was auch immer. Hier ist voll viel für Musik machen, aber ich glaube nicht, dass es noch funktioniert. Hm. Also das könnte man theoretisch ja mitnehmen eigentlich. Aber, oh. Einfach abgerutscht. Tja, aber Patrick... Leute, einfach ein F in die Kommentare für Patrick. Das war echt nicht schön. Der Junge hat das nicht verdient. So. Nee, aber ich weiß nicht. Also hier sind überall Instrumente, aber die sind wahrscheinlich kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal. Naja, gut, wir finden schon welche irgendwie. Ist ja auch, glaube ich, nur eine Sidequest. Oder so. Ich glaube aber für Patrick ist das noch was ganz anderes. Oh, warte mal. Können wir die dadurch wieder spawnen lassen? Oh. Oh, okay. Oh. Okay, okay. Ja, wie respawnen die aber? Wir müssen wahrscheinlich mit dir nochmal reden. Ah, okay. Also. Oh Gott, ich habe es noch nicht gemerkt. Zweimal orange. Ah! Okay, ich guck's mir nochmal an. Okay, orange, orange. Blau, rot, grün. Orange. Blau, rot, grün, muss ich mal eigentlich nur merken. Okay. Okay. Ich denke, das war ganz gut. Problem war. Als Dankeschön werde ich euch einen Wunsch erfüllen. Oder so. Ich wünschte, SpongeBob und ich könnten den Schatz auf dem gesunkenen Schiff erreichen, damit wir total date-taugliche Piraten werden. Ja, 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 Patrick, ich verstehe schon. Einen sicheren Flug, meine melodischen Freunde. Okay. Oh, ich glaube, wir kriegen die Fähigkeit mit der Schleuder, oder? Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. So, wir gehen aber auf jeden Fall noch hier rüber. Aber hey, das war doch... Ey, damit habe ich doch super gearbeitet mit dem Instrument, oder? Also ich bin doch ein echter Musiker geworden. Ich habe doch gesagt, irgendwann wird was aus mir. Gott. Ja. Gut, dann gehen wir da mal rüber. Gibt's hier sonst noch was? Oh Gott, die Dinger gehen unter. Diese ständigen Flugreisen erscheinen mir ein wenig... So. Übrigens, die Meerjungfrau kann absolut nicht singen. Ich weiß nicht, was du mit der vorhast, Patrick. Aber Patrick freut sich so. Ich kann dir das jetzt nicht entnehmen. Patrick, tut mir leid, aber sie ist nicht die Richtige. Ich glaube, sie ist nicht die Richtige für dich. Tut mir leid. Oh. Oh, das ist cool. Oh. Aber ey, das war ganz nice. Wir haben einen ziemlich langen Flug dorthin gelegt. Das ist ganz cool. Also eine nice Fähigkeit auf jeden Fall schon mal. Wo wir die, glaube ich, schon hatten. Sind wir schon mal geflogen so? Weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten eigentlich. Naja, ist ja auch egal. Ist trotzdem cool. So, aber das ist auch... Ich meine, wir haben ein paar coole Fähigkeiten hierdurch kennengelernt erst. Also es ist nice. Oh Gott, das Ding bewegt sich ja. Oh, warte mal, was gibt's denn da hinten? Ist da Flecki? Ist da Fleckchen? Für alle, die nicht wissen, wer Fleckchen ist. Fleckchen ist das Haustier von Plankton. Oh wait, da ist noch irgendwas in der Luft gewesen. Wir gehen da mal hin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wie kommen wir da denn hin? Wahrscheinlich erst mit dem Käfig dort. Ah, da ist... Okay, da ist ein Surfbrett. Okay, da ist ein Surfbrett. Aber ich würde sagen, wie wir den Schatz holen und mit Fleckchen da hinten reden, was auch immer Fleckchen dort hinten macht. Ich schätze das Fleckchen, ne? Das sieht so aus. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt SpongeBob Cosmic Shake. Ich freue mich schon darauf, den Schatz aufzumachen. Ich weiß nicht, ob wir den noch aufmachen werden. Aber auf jeden Fall werden wir ihn ja holen.
Also, lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen blasigen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!